Es geht um Pubu. Pubu oder auch der Flügelstand ist ein wichtiger Stand, wenn es um die Dehnung und die Vorbereitung für die Kicks geht. Pubu macht die Hüfte auf. Ansonsten hat er von der Kampfanwendung keine so große Relevanz. Genau genommen üben wir in den Formen den Pubu eigentlich immer sinnbildlich als Stellvertreter für den Sidekick. Also in jeder Form, in der ein Pubu vorkommt, könnte man rein theoretisch dafür auch einen Sidekick machen. So, und weil der Sidekick im nördlichen Shaolin Kung Fu so eine wichtige Waffe ist, ist es ganz wichtig, Pubu wirklich ausgiebig zu üben und in unsere Standwechsel mit einzubauen. Deswegen hier eine Übung, Pubu Gongbu als Standwechsel. Für die Übung brauchen wir Gongbu, nach vorne ausgerichtet, hinteres Bein ist gestreckt. Und Pubu, die Hüfte geht Richtung Ferse, Oberkörper ist relativ aufrecht. In Gongbu machen wir einen Fauststoß, in Pubu eine tiefe Abwehr. Sieht folgendermaßen aus. Gongbu, Fauststoß, Pubu, tiefe Abwehr. Gongbu, Fauststoß, Pubu, tiefe Abwehr. Gongbu, Faust, Pubu. Gongbu, 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 Pubu.